Die SUV-Zukunft von VW wird breiter aufgestellt sein als bisher, bedeutet, die Tiguan-Familie wächst. Nach der normalen Version und der langen Variante Allspace wird es künftig auch ein Coupé geben. Der VW Tiguan mit dem schrägen Heck soll 2018 auf den Markt kommen. Motorenseitig wird das Coupé mit den gleichen Antrieben vorfahren wie der konventionelle Tiguan, wobei man bei VW auch über eine R-Variante nachdenken könnte, um sich mit einer sportlichen Note vom normalen Tiguan abzuheben. In Sachen Fahrerassistenzsysteme sowie Infotainment sind große Überraschungen unwahrscheinlich. Unterschiede wird es dagegen beim Preis geben. Das Coupé wird etwas teurer sein als der Tiguan. Es wird wohl so rund um die 30.000 Euro kosten.